Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach diesen Absurditäten wäre es vielleicht sinnvoll, noch mal kurz einen Blick auf die Realität zu werfen und auf die Situation, in der wir uns eigentlich gerade befinden. Die sieht nicht so gut aus. Seit Anfang März steigen die Inzidenzzahlen in Berlin wieder. Sie haben inzwischen leider wieder das Niveau von Mitte Januar erreicht. Und es spricht angesichts der Ausbreitung der Mutante B.1.17 wenig dafür, dass die Zahl nicht weiter exponentiell steigt. Ging die Auslastung der Intensivbetten in den letzten beiden Monaten noch kontinuierlich zurück? Ja, auch dank der recht zügigen Durchimpfung der über 80-Jährigen und der Menschen in den Pflegeheimen hat sie sich im März leider bei etwa 200 Covid-Patientinnen auf den Intensivstationen eingependelt. Und leider prognostizieren uns viele Wissenschaftlerinnen, dass es nicht dabei bleiben wird, sondern dass auch diese Zahl wieder ansteigen wird, wenn wir nichts tun. Dass wir diese Warnung ernst nehmen sollten, zeigt uns der Blick auf unsere Nachbarländer, den auch der regierende Bürgermeister hier schon vorgebracht hat. In Tschechien ist das Gesundheitssystem bereits seit Wochen auf Anschlag und teilweise darüber hinaus. In Österreich, in Wien, wo man bereits im Februar begonnen hatte zu lockern, wurde in dieser Woche der bisherige Höchststand an Covid-Patientinnen aus dem November 2020 wieder erreicht und die Kapazität der freien Intensivbetten geht gerade gegen Null. Heute hat Wien die Reißleine gezogen. Polen und Italien müssen ebenfalls wieder in den Lockdown gehen. Das sieht nicht so rosig aus. Und ich finde, das zeigt, dass wie falsch diejenigen lagen, die in den vergangenen Wochen immer wieder rasche Lockerungen gefordert haben und dem Senat und uns als Koalition Mutlosigkeit vorwarfen. Angesichts der beschriebenen Entwicklung muss man das, was wir in den vergangenen Tagen auf bundespolitischer Bühne erlebt haben, wohl leider als einen neuen Tiefpunkt in der seit einem Jahr laufenden Pandemiebekämpfung benennen. Ja, Fehler können passieren. Aber leider fügt sich dieser Vorgang dann doch zu gut in ein Bild ein, das die Bundesregierung seit Anfang dieses Jahres abgibt. Da wurde den Menschen eine rasche Impfung versprochen, dann stellte sich heraus, dass die dafür notwendigen Impfstoffe gar nicht da sind. Zunächst hieß es noch, das seien Schwierigkeiten im Anlauf, so eine Produktion, die muss ja erst mal richtig anlaufen und im Frühjahr, dann wird alles gut. Anfang März noch kündigte Olaf Scholz an, im April würde es 100 Millionen Impfungen pro Woche geben. Jetzt beim letzten Gipfel hieß es dann, ja, es gibt 100 Millionen Impfungen, bloß leider für den gesamten Monat. Und die Misere wird erst absehbar irgendwann im Sommer beendet sein. Wir haben bereits im Januar gesagt, dass es nicht ausreicht, darauf zu hoffen, dass die Pharmaunternehmen es irgendwann irgendwie hinbekommen werden. Die Bundesregierung muss endlich alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen, um die Impfstoffproduktion zu erhöhen. Nicht nur wir. Meine Damen und Herren, es sind ja nicht nur wir, auch viele andere Länder brauchen so schnell wie möglich die Impfstoffe. Und wenn wir es nicht riskieren wollen, dass weitere gefährliche Mutationen, Stichwort P1, uns dazu bringen, dass wir wieder in die nächste und die nächste Pandemie rutschen, dann müssen wir international jetzt schnell die Impfkampagnen beschleunigen. Und das Profitinteresse der Pharmakonzerne darf nicht über dem Gesundheitsschutz der Menschen stehen. Und deshalb ist es nicht nur unsolidarisch, sondern es ist auch kurzsichtig, wenn die Bundesregierung die Forderung von inzwischen 130 Ländern der WHO blockiert, die Patente temporär aufzuheben. Das politische Versagen kann tödlich sein. Da bin ich absolut an der Seite von Raed Saleh. Nehmen wir ein anderes Beispiel, die Schnelltests. Seit Oktober vorigen Jahres fordern wir als Linke, dass diese auch von Menschen angewendet werden können, die nicht zwingend über eine medizinische Ausbildung verfügen. Es hat 3 Monate, eine zweite Welle und einen langen Schullockdown gedauert, bis der Bundesgesundheitsminister das endlich auf den Weg gebracht hat. Darauf war er dann gleich so stolz, dass er spontan angekündigt hat, dass ab März alle Bundesbürgerinnen sich 2-mal die Woche kostenlos testen lassen können. Knapp eine Woche später wurde diese Ankündigung dann von der Bundeskanzlerin wieder einkassiert und jetzt kümmern wir uns da selber drum. Und sagt Ihnen die Test-Taskforce, sparen Steuer noch was? Sparen Scheuer, meine ich? So hieß das, glaube ich. Oder was ist mit Peter Altmaier? Herr Dregger, Sie haben hier die Förderprogramme gefordert. Wo sind denn die angekündigten Förderprogramme für die Innenstädte, Herr Wirtschaftsminister? Erkennen Sie da ein Muster? Seit Wochen wird seitens der Bundesregierung ständig etwas angekündigt, was dann innerhalb weniger Tage zurückgenommen werden muss.
weil niemand sich der Ankündigenden vorher sich Gedanken über die Umsetzung gemacht hat, weil die schnelle Schlagzeile einigen eben wichtiger ist als eine nachhaltige Wirkung. Und noch etwas fügt sich in dieses Bild ein. Während auf der MPK wieder viel über Einschränkungen der privaten Kontakte für Freizeit, Schulen, Sport und Reisen gesprochen wurde, blieb es bei den Anforderungen gegenüber Unternehmen beim Arbeitsschutz und bei deren Beitrag zum Testen erneut nur bei Appellen. Das geht so nicht. Und deshalb ist es richtig, dass der Senat angekündigt hat, sich das Thema Homeoffice-Pflicht und die Verpflichtung zu Testangeboten noch einmal auf den Tisch zu holen. Meine Damen und Herren, es ist offenkundig, dass die Schnellschüsse und das ewige Hin und Her das Vertrauen untergraben in jegliche Krisenpolitik und dass sie es uns massiv erschweren, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, die nachvollziehbar sind und die von allen mitgetragen werden. Und da ist es dann auch wohlfeil zu sagen, so ja, wir müssen jetzt alle das Vertrauen zurückgewinnen, aber wir sollen hier die Schuldigen nicht benennen, Herr Dregger. Ich meine, als wäre das alles nicht schlimm genug, wurde dann ja auch noch bekannt, dass einige CDU-Abgeordnete ihre guten Kontakte ausgenutzt haben, um sich in der Krise die Taschen voll zu machen. Gibt es eigentlich noch etwas Zynischeres, als aus der Not der Menschen Kapital zu schlagen? Also ich kann es niemandem verdenken, wenn man sich die Frage stellt, wo die Masken eigentlich herkamen, die Herr Dregger so gönnerhaft aus seinem Kofferraum heraus an Polizistinnen und Polizisten letztes Jahr verteilt hat. Das sind alles Sachen, die fördern nicht unbedingt das Vertrauen in die Politik. Und um das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen, muss die Bundesregierung jetzt endlich ein Zeichen setzen und ihre Versprechen einlösen, niemanden in der Krise allein zu lassen. Wir brauchen endlich mehr Unterstützung für Menschen mit geringem Einkommen. 600 Euro für ALG-II-Beziehende statt der 150 Euro Einmalzahlung. Wir brauchen endlich die Verpflichtung zu Mietreduzierungen bei Gewerbemieten, die aktuell nicht erwirtschaftet werden können. Wir brauchen... Ja, richtig. Und wir brauchen faire UnternehmerInnenlöhne statt Hartz IV für Solo-Selbstständige. Und ja, wir brauchen ein Verbot von Zwangsräumungen während der Pandemie. Für Wohnungen und für Gewerbemieten. Es reicht nicht immer nur an die Menschen zu appellieren, dass sie sich an die Regeln halten. Es müssen auch die Bedingungen dafür geschaffen werden, dass sie das auch ohne Existenznöte tun können. Meine Damen und Herren, es ist jetzt der dritte Tag in Folge, dass die Inzidenz in Berlin über 100 liegt. Deshalb muss der Senat sich über die Notbremse verständigen. Ja, ich weiß, dass das Frust erzeugt und wütend macht, wie viele ihre aktuelle Gefühlslage in Bezug auf die Pandemie beschreiben. Umso wichtiger ist es, dass wir auch Signale der Hoffnung setzen und zeigen, dass dieser Zustand, in dem wir uns aktuell befinden, auch überwunden werden kann. Und deshalb freue ich mich, dass geimpfte Menschen in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen wieder gemeinsame Aktivitäten machen können, dass sie endlich wieder gemeinsam singen können. Das sind Zeichen der Hoffnung. Das sind die Dinge, die uns den Weg zeigen, wie es funktionieren kann. Und es ist richtig, dass der Senat die in der vergangenen Woche gestarteten Pilotprojekte fortsetzt. Die testweise Öffnung von Theatern und Konzertsälen wurde über Wochen durch Kultursenator Klaus Lederer akribisch mit den Einrichtungen und unter interdisziplinärer Begleitung der Wissenschaft vorbereitet. Sie wird durch die Wissenschaft begleitet und ausgewertet. Und ich verrate hoffentlich nicht zu viel, wenn ich sage, dass mit der gleichen Akribie daran gearbeitet wird, dass wir in diesem Sommer auch viel mehr Kultur wieder draußen ermöglichen können als noch im letzten Jahr. Und wir unterstützen, dass sich der Sport daran ein Beispiel nimmt und hier nun ebenfalls geprobt wird, wie mit dem Einsatz von Schnelltests die Möglichkeit geschaffen wird, dass Fans wieder in die Hallen und Stadien können und die Meisterschaft der Eisbären feiern. Darauf können wir uns freuen, meine Damen und Herren. Und die Erfahrungen, die wir dabei sammeln, die kann uns helfen, Lösungen zu finden, auch genau für die anderen Bereiche, die heute schon angesprochen worden sind, im Handel, der Gastronomie, der Hotellerie und weitere Branchen, die unter der Pandemie wieder irgendwann sicher an den Start gehen müssen. Ja, und auch beim Impfen können wir und müssen wir trotz der engen Rahmenbedingungen mehr machen. Wie der regierende Bürgermeister richtig sagte, wir können es uns nicht leisten, dass ein wirksamer Impfstoff in den Regalen liegen bleibt. Und da müssen wir darauf flexibel reagieren können.
Und wenn jetzt an einem Tag Impftermine von AstraZeneca massenhaft frei bleiben, dann muss man darauf flexibel reagieren, zum Beispiel indem man wenigstens diese Impfdosen in die Arztpraxen gibt. Es sind die Hausärztinnen und Hausärzte, die am besten wissen, wer geimpft werden muss und wie man vielleicht Vorbehalte abbauen kann und wie man das Vertrauen in den Impfstoff stärken kann. Meine Damen und Herren, auch wenn uns die Mutation des Virus auf unserem Weg in ein wieder normales Leben ein Stück weit zurückgeworfen hat, haben wir trotzdem Grund zur Hoffnung. Mit Impfungen selbst und Schnelltests haben wir, anders als im vergangenen Jahr, Instrumente zur Verfügung, die uns einen Weg ebnen kann. Leider noch zu wenig, das stimmt, aber es gibt sie. Und wir finden gerade heraus, wie wir diese Instrumente am effektivsten einsetzen können. In Berlin gehen wir an dieser Stelle voran. Und im Herbst können wir dann vielleicht auch dafür sorgen, dass auch die Bundesregierung hier mutiger wird, vielleicht mit einer Regierung ohne die CDU. Vielen Dank, meine Damen und Herren.